If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo Thomas, hallo Leon, hallo Morian, hallo Trailjumper. Danke für deinen Host und ich hoffe, Grüße aus dem Homeoffice. Du musst noch arbeiten oder hast, nee, wenn du sagst aus dem Homeoffice, bist du bestimmt noch im Dienst. Ich habe um 16.10 Uhr den virtuellen Stift fallen lassen und gesagt, Schluss, aus und vorbei. Ich komme morgen wieder. Heute ist Feierabend. Bitte um Entertainment bis 18 Uhr. Das kriegen wir hin. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit das Spiel noch uns gibt. Aber bis 18 Uhr sollten wir auf jeden Fall schaffen. Momentan ist der Plan, eventuell bis 18.30 Uhr sogar zu machen. Aber ich habe jetzt parallel gesehen, der Django streamt. Den würde ich auch ganz gerne gucken. Von daher gucken wir mal. Ich werde jetzt nicht durchs Spiel durchrennen. Keine Sorge. Aber wir sind, glaube ich, schon relativ fortgeschritten im Spielfluss. Von daher ist es vielleicht auch schon in 5 Minuten vorbei. Wer weiß das schon, ne? So. Sieht jemand was? Ich sehe was. Seht ihr auch was? Ja, seht ihr was. Sehr schön. Ja, der Tag war gut. Arbeit lief erstaunlich gut. War wieder ein langer Tag. Wir hatten 2 sehr gute Termine heute. Da ist man immer froh, wenn die Arbeit, die man in irgendwas reinsteckt, sich auch ein Stück weit bezahlt macht. Und ja. Morgen habe ich auch noch ein paar Termine, aber der, wie sagt man, der Zenit ist erreicht und überschritten. Jetzt geht es nur noch bergab Richtung Wochenende. Ist ja auch angenehmer, so Richtung Wochenende so einen Berg runter zu rollen. Ja. So. Ja, fortfahren. Ach so, Spiele-Sound wäre nicht schlecht, ne? Das wäre noch ganz gut, wenn wir den anmachen. Also ich habe, glaube ich, heute mal Lust auf 12 Minuten mit meiner Frau. Ohne irgendwelche Probleme. Und deswegen werden wir gemeinsam
Nachtischessen? Ich frage mich immer, wo ist die Hauptspeise geblieben, aber egal. Nachtischessen, tanzen und einfach nur chillen. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Genau, mach mal Licht an, Schatz. Ich gehe mal kurz ins Bad. Muss mal kurz wen anrufen, damit wir auch nicht gestört werden heute. Ne, dafür rufen wir dann Bumblebee an und sagen ihr, dein Papa ist ein böser Mensch. Hey, your dad says that my wife murdered her father. Ja, genau. Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Ihr erklären, was die wirklichen Absichten ihres Vaters sind? Listen, your daddy is gonna hurt us. He wants to steal from us, so that he can pay for your treatment. What? No, my dad, he wouldn't do that. My wife has this expensive pocket watch, and your dad wants to kill us to get it. What are you talking about? Just call him and ask him. Fine, I will. So, das sorgt jetzt dafür, dass der vermeintliche Polizist nachher im Flur den Anruf kriegt und dann wieder geht und uns in Ruhe lässt. Das heißt, wir haben den ganzen Abend für uns alleine. Wunderschön. Tür auf, Licht aus, Tür zu. So, Schatz. Okay, let's sit down. Great. Just give me one second. Okay, Schatz. Hol mal das Geschenk. Ich hab natürlich von nichts eine Ahnung. Ich kümmere mich um den Nachtisch. Stell den schon mal hin. Ow. Gotta get this fixed, babe. Someone's gonna get hurt. So. Stellen wir erst ihren Teller hin. Und dann stellen wir meinen Teller hin. So, die Gläser müssen wir noch mit Wasser füllen. Becher. Becher. So. Hey, since you're using both mugs, wanna go ahead and finish setting the table? Na klar. Let me know when you're ready to eat. Natürlich. Gerne doch. Heute sogar keine Schlaftabletten im Getränk. Ich bin ein richtig netter Mann. Ich kümmere mich um alles. Das Geschenk hat sie irgendwo versteckt an ihrem Körper. Ich schätze mal in der Arschtasche. So, ihre Tasse zuerst. Du wahrscheinlich, Schatz. So, dann mal noch ein bisschen Radio an. Und das Licht aus. Und die Tür. Hey, I'm reading over here. Will you turn the light back on? Der Tisch ist fertig gedeckt. Nice. Great. Let's do it. Schatz, du darfst sogar aussuchen, wo du sitzen möchtest. Du sitzt, glaube ich, immer links, oder? Aber sie wartet, wo ich mich hinsetze. Dann setze ich mich da. Oh, it's our song. They had to play it. Hallo, Frau Mumpitz. Ja, ich habe einen Plan. Der Plan heute sieht danach aus, erstmal die Facecam wieder an- und abzustöpseln. Der Plan sieht heute danach aus, erstmal sich einen schönen Abend mit seiner Frau zu machen. Nachtischessen ohne Vorspeise, leider. Und dann tanzen und ja, und gucken wir mal. So, so, so. Oh, nicht mehr aufstehen, Schatz. Setz dich. So, when is a dessert not just dessert? I have something to share. Just open it. Nee, ich hab für das Spiel kein Plate. In der Tat nicht. In der Tat nicht. Kuscheln. So? Könnte man auch. Ja. Yeah. I'm pregnant. We are having a baby. Wunderbar, wenn wir nicht Geschwister wären. So? How you feeling over there? Die Kamera ist ja immer noch am ruckeln. Was soll denn das?
Ich hab die da eben rin und raus gesteckt. Erzählen, was du denkst. Ja, erzählen, was wirklich passiert ist. Nee, das hier. Angst, dass wir weniger Zeit für uns selbst haben. It's just, I mean, it's a lot of time. We're already so siehst nichts vom Ruckeln? Okay. I just don't want to lose you. Hey, you could not lose me if you tried. And this baby isn't going to be you losing me. We're going to be together all the time. You, me, and the little one. Is it going to be hard? Yeah, probably. But I know you. You're going to love the shit out of this kid. And as long as you love it and I love it, it's going to work out just fine. Yeah. That's impossible. Yeah, it will. Of course. Hey, I have an idea. Don't laugh at me, but do you want to dance with me? Ja, natürlich. Let's do it. You lead. I'll follow. Okay. I won't hurt him. I promise. I double promise. Lady? Yeah. Okay. I'll be right there. This is nice, huh? I always like dancing with you. I like that you like it. Huh? I like making you happy. That's all. Naja, zumindest einen schönen Abend können wir ja haben, bevor wir im nächsten Loop dann wieder die ganze Scheiße hochholen und sagen, was Sache ist, dass wir Geschwister sind und ich ihren Vater umgebracht habe, auch wenn es ein Unfall war. Ja? Well, back at you. Ich werde dich niemals verletzen, zumindest nicht die nächsten 10 Minuten. Wow. It's hard for me to trust, but I trust you. That was nice. Yeah. It was. I just... Sorry. I cannot stop thinking about what you said. I just wish you could pretend to be happy sometimes. For me. Oh, I didn't mean... Sometimes I just need you to tell me everything's gonna be fine. Just... Hallo, Mad Max. Grüß dich. Wie, schon vorbei? Ich esse noch ein bisschen vom Nachtisch, Schatz. Ich hoffe, das ist okay. Nom nom nom. Wie geht's dir, Mad Max? Alles gut? Hey, Silence, hallo, ne? Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Oh, baby, I'm doing that tomorrow. Mm. Alles gut soweit. Der Stress der Arbeitswoche fällt gerade ein bisschen von mir ab. Wir hatten heute zwei längere Termine, wo es auch einiges an Vorarbeit gab. Und ja. Morgen ist noch ein bisschen Zuhörtermine und ein bisschen entspannt reden mit Kollegen. Ja. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Die Familie kommt nach Berlin. Wir werden ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ja. Mir die ganzen Bilder hier angucken. Ich habe ein Achievement bekommen für Gemälde anschauen. Okay. Wo haben wir noch mehr? Sind noch im Schlafzimmer welche? Ja, hier ist noch eins. Warum steht denn der da alleine? War das Bild nicht mit uns zu zweit? Ändert sich das Bild? Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Okay.
Also für eine Person ist die Wohnung, glaube ich, nicht schlecht. Für zwei finde ich sie echt ein bisschen klein. Der Leon meinte zwar vorgestern, wenn die beide sehr viel arbeiten und vielleicht versetzt, dann sehen die sich ja nicht und dann ist das okay. Aber wenn ich überlege, wo würde ich denn hier mein Stream-Setup hinpacken? Wahrscheinlich ins Schlafzimmer, ne? Da wäre dann hier an der Kommode wäre mein Computer und dann könnte man immer im Hintergrund das Bett sehen. Und so ein Küchenwohnzimmer will man eigentlich getrennt haben, oder? Aber wo sind alle Sachen? Naja, in der Abstellkammer sind ein paar Sachen. Guck. Oh nein, die 12 Minuten sind rum. 24 Stunden Schlafstream. Ich habe jetzt ehrlich gesagt Lust darauf. Ich habe Lust darauf, nochmal herauszufinden, was passierte. Was passiert, wenn ich ihm die Uhr gebe? Weil ich weiß ja jetzt, wo sie ist. Also, dass wir mit ihm kooperieren. Dafür müssen wir aber die Frau zu Bett bringen. 12 Minuten, danke. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know. Death counter increase. Danke, Max. Grüß dich. Jetzt passt es, ja. So, das heißt, wir werden jetzt mal an den Medizinschrank gehen. Das war jetzt eben ein sehr schöner Abend. Ne? Tanzen, Nachtisch essen, ein bisschen quatschen. Und dann werden wir das mal hier rein. Was ist das für ein Geräusch? So, Wasser. Und dann geben wir ihr das mal. Was? Ich trinke das selber? Where are all the glasses? Oh nein! Ich muss ihr schnell noch eine Tasse anbieten, bevor ich einpenne. Ich wollte das gar nicht selber trinken. Hier, Schatz. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Da lacht er sich weg, der Mad Max. Wir pennen jetzt bestimmt beide ein, oder? Irgendwann sagt sie ja, sie wird müde, sie geht sich jetzt hinlegen. War kurz weg. Willkommen zurück. So tired all of a sudden. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Wozu ich Lust habe? Essenstechnisch oder was meinst du? Oh, guck mal. Hey. You okay, honey? Oh nein, ich darf die nicht selber trinken. Brrr. Becher nehmen. Becher nehmen. Küchenmesser nehmen wir auch mit. Ich habe Lust herauszufinden, was passiert, wenn man mit dem Polizisten kooperiert. Ob er einen dann trotzdem wegmacht oder nicht. Ach, Tarnis, was denn? Es müsste jemand... Nee, Max muss nochmal Ausrufezeichen 12M eingeben, bitte. Ja, ich will. Oder kann ich das selber? Ach nee, danke. Danke, Max. Die Sache ist, die mir gerade auffällt, was jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun hat, ne? Aber es regnet derzeit in Berlin relativ viel. Und das bis nächste Woche noch. Und heute meint ein Kollege von mir, ich habe Karten für die Philharmoniker in der Waldbühne bei dem Wetter. Ach du Scheiße. Ich habe mich erst für ihn voll gefreut und meinte so, oh cool, Waldbühne ist super. Und dann meinte er, ja, aber Wetter sieht ja nicht so geil. Und ich so, ach ja, Scheiße, stimmt. Der Arme. Möchtest du Ideen? Noch nicht. Den Run würde ich jetzt noch ohne Ideen machen und dann gucken wir mal.
Ja. Schatz, bleib sitzen, trink. You thirsty? Ooh, you read my mind. Auftritt? Die Philharmoniker, also klassische Musik, wird da gespielt. In der Waldbühne, genau. Ich war da auch schon mal an der Waldbühne. Aber es ist schon eine ganze Weile her. Da habe ich Tim Bensko geguckt. I'm so tired all of a sudden. Na dann. Schlaf gut, Schatz. Just come lie down for a sec. Ja. We'll talk later. Na klar. So. Irgendwie höre ich ein Geräusch. Das ist bestimmt die Uhr, die nach mir ruft. So, Tür zu. Hier mache ich schon mal das Licht aus. Um den Typen zu fangen, müssen wir den Lichtschalter einmal an und einmal ausknipsen. So, sie schläft da. Und dann verstecken wir uns im Schrank. Messer habe ich eingesteckt. Das heißt, ich muss mir eben nicht mal nachher sein Taschenmesser wegnehmen, sondern ich kann einfach mit meinem Messer ihn wieder freischneiden, nachdem ich ihn gefesselt habe. Philharmonika. Genau, also... No, we wait. Ich weiß noch nicht, ob das stattfindet. Bei so einem Wetter, weil das ist ja Regen, also es ist ja relativ stark. Nee, kostenlos ist es nicht. Er meinte, die Karten waren relativ teuer. Deswegen ärgert er sich auch ein bisschen. Aber es gibt, glaube ich, auch so kostenlose klassische Musik. Come on, I know you're home. Open the door. Aber das ist, glaube ich, eher Richtung Alexanderplatz da. An der Oper. Im Außenbereich. What the? So, er ist umgefallen. Ich mach die Tür zu. Und dann gehe ich zu ihm hin. Loote ihn. Nehme nur den Kabelbinder und verwende den an ihm. Ansonsten nehme ich ihm nichts weg. Naja, nicht, dass einer kommt und fragt, war da was? Und dann sage ich, nein. What? Oh, you little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right and listen. Ich will erzählen, dass deine Frau deine Schwester ist. So. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out of this. Okay, ich werde tun, was sie mir sagen. I will do whatever you want. Ja, ich lüge jetzt, aber ab und zu muss man das mal machen. Ich weiß, dass ich nicht unschuldig bin, aber das weiß er ja nicht. Der Text der Graus wurde schon mal benutzt. Deswegen ist er grau. Ich weiß, wo sie ist. I can get it. All right, get it. Be smart now. Kommt er eigentlich mit? All right, let's go. Ist durch einen Durchgehen Unfug?
Ja. Was passiert hier? I'm starting to think you don't know. Die Tür geht ja, die Uhr ging ja rückwärts. Habt ihr das gesehen? Die ging rückwärts. Hier. Hallo Ned Flanders, grüß dich, schönen guten Abend. Thank you. Listen carefully. I need a few minutes in the bedroom with her. Alone. Go sit on the couch and stay there until I come back. Try anything clever again and I'll kill you. Wieso braucht er jetzt ein bisschen mit ihr alleine? Was hat denn der vor? Der Schlawiner. Ist schon ein bisschen seltsam. Hoffentlich nicht, die ist ja bewusstlos. Er hat sie jetzt nicht erschossen, oder? I need a phone. Where's your phone? Here. Bitteschön. Guess what's gonna happen. Okay. I'm going to dial 911. You're going to tell them you just got home and that your wife is dead. It looks like she committed suicide. Ah, der erschießt sie auch in einer anderen Szene und legt ihr dann die Pistole in die Hand. Wenn man gar nichts macht. Wenn man sich reinschleicht und sie nicht weiß, dass man zu Hause ist. Das, ja, ich glaube nicht, dass das ein Polizist ist, eher ein Verbrecher. Aber du bist ja unschuldig. Also alles okay, ja, stimmt. My wife. Sir? She, das war dein Tipp mit dem Verstecken? Sending an ambulance right okay, now. Ich dachte, der Leon hätte den gegeben. Aber kann auch sir, sein, dass du das warst. I can talk you through emergency first aid. No, she's dead. All right. A unit will be there in 15 minutes. Stay where you are. You fucked up your life, man. You're lucky. You get a second chance. Do better next time. Ach, den wolltest du heute geben. Ah, wir haben das aber beim letzten Mal schon gemacht. Da meinte Leon, sie weiß ja, also du kannst ja so dich verstecken, dass sie nicht weiß, weil sie ja auch sagt, ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Oh. Schatz. Ey, Amandyl, schönen guten Abend. Ja, alles gut soweit. Ich kann mich nicht beschweren, also... Das Spiel macht Spaß, man kann aber, also ich könnte es glaube ich nicht 6, 7, 8 Stunden am Stück spielen, so immer häppchenweise ist besser, weil man irgendwann ja so eine gewisse Genervtheit, also ich zumindest, entwickle, weil ich irgendwie nicht weiterkomme, aber ich glaube, wir sind dem Ende schon sehr, sehr nah. Ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr kurzer Stream, also ein wirklich sehr, sehr kurzer Stream, 3 Stunden auf keinen Fall, 2 wahrscheinlich auch nicht. Wie geht's dir? Alles gut soweit, Amon? Und der Morian trommelt hier auf den Tisch rum, na? Was ist denn da los? Ich bin nochmal in der Küche. Alles klar. Ich gieße mir mal Tee nach. Okay, aber irgendwie hat das auch ein Achievement gerade gegeben, ne? Dass ich sozusagen alles gemacht habe, was er gesagt hat. Und die Frau ist tot in dem Szenario. Die Blume gießen hat ja auch ein Achievement gegeben. Danach kommt dann einfach Elite Thanes. Nee. Ich mache heute, glaube ich, einen kurzen und würde mich dann an Django Jeff übergeben. Ja, etwas viel gegessen, aber ich halte durch. Du musst langsamer essen, Amon. Ich kenne das Problem auch, wenn es gut schmeckt und man eigentlich so ein bisschen hungrig ist oder Appetit hat, dann isst man und irgendwann denkt man so, boah, ich habe viel zu viel gegessen, ich bin pappsatt. Was ist bei dir sonst kurz? Mein kleiner Finger zum Beispiel. Wie? Nee, hören Sie mal. Doch, Mad Max. Ich habe Enno gesagt, bis 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich mich an das Versprechen halten kann. Gesessen. Oh, wie ich gegessen gelesen habe und da steht gesessen. Aber da sieht man mal wieder, woran ich denke. Sitzen oder essen? Na, essen natürlich, ist da klar. Was macht man jetzt? Wir können ja noch mal ein paar Gesprächsoptionen
mit ihr durchgehen, oder? Mal Licht anmachen. Schon mal ihr Handy greifen. Hallo, Schatz! Fressack, ja, so ein bisschen schon. Versprechen darf man nicht brechen. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Hast ja recht, hast ja recht. So, wir können mal mit ihr reden. You know, wise man once say, it's only by forgetting that we ever really drop the thread of time and approach the experience of living in the present moment. Wow. Never doubt my reading skills again. Yeah, okay, I won't. I'm stuck in a time loop, and I can prove it. Right. Look, how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? It was a heart attack. Nee, hat nicht funktioniert. War nicht der Weg raus. He caught you sneaking up, and he hit you. How could you know that? I couldn't. You told me in a previous loop. In a previous loop? Listen, he didn't die when you shot him. What are you doing? He survived. Your brother, the one you always called Monster, he killed him a week later. I have a fucking brother? A half-brother from your father's affair. He's the one who did it. That Polaroid from the coffee shop, it proves it wasn't you. What is going on? I know. All right, there's more. Listen, a man is about to ring the doorbell. He's gonna accuse you of murder, but he's actually just here for your father's pocket watch. What? His daughter has cancer and a watch will pay for the treatment. What? He was close to your father, and when your dad died, it really hit him hard. Yeah. So, ich muss mal kurz telefonieren, damit der Polizist auch mit uns redet. Also, der Polizist. Ach nee, ich brauche das Handy. Ich dachte, das hätte ich mir schon geholt. And some cop guy is coming? Okay, we'll tell him the truth. Das können wir machen, Schatz. He has to. I mean... So, Bumble. Oh, it's insane. Hello? Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Sagen, dass du der Mörder bist. Nee. Obwohl. Listen, I'm the one who killed the old man. It was me. What are you talking about? This isn't funny. Lose my number. My brother. Shit, wir können ihr sozusagen... I didn't think I had any other family. Mal gucken, wie das jetzt ausgeht, weil jetzt ruft die Tochter ihn ja nicht an. I don't know anything about him. Ihr erzählen, was wirklich passiert ist. I need to tell you things that if I could go back, I would change. Ich bin ihr Bruder. You're nanny from your father's affair. What about her? Her name was Dahlia. She was my mother. What? Your dad found me after your mother passed. It's me. I'm your brother. What are you saying? It was you? You killed him? And then, oh my God, I'm going to be sick. I can't handle this. Why? After all this time? Es war nicht meine Schuld. It was self-defense. It was him or me. And you just forgot to mention. Ich bin es. Dein Vater. You're fucking disgusting. Dein Bruder. I'm so sorry. Sorry. Sie ist schwanger von mir. Das ist schon ein bisschen. I'm pregnant with your baby. You ja. Animal. I forgot it all. Somehow, I don't know how, but I did, and if I could go back, baby, you are my only family. I love you so much. Don't you fucking dare. You fucking liar. I'm trying to tell you the truth right now, and you've been lying. Oh, you're blaming me now? No, look, I'm just... Fuck you. I'm leaving. Don't be here when I come back. Das will ich sehen. I'm done.
Do not try to find me. I am done. I'm with the police. Turn around, please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? My husband just confessed. He's the killer. He's the monster that... Enough. You're under arrest. Please, just listen to me. Why would I listen to you? You're a murderer. My husband. Tell him. Your husband. Honey, I... Please, let me talk. Your husband, come on. I'd listen to someone who doesn't have a vested interest in you being innocent, not your husband. That's enough. Hold still. Ow. No, it's not. I'm not. I didn't do it. Ow. Das geht ja wieder schief. Don't move. Help me. Will you come help me? Look. I'm not resisting. My wrists. I don't know. This is a mistake. Babe. There's a piece of evidence I need. I know it's here. He's the one. He killed my father. Tell him. Just tell me where the watch is. You're only making it worse. You're not listening. Sir? I didn't kill him. Where's the watch? Fine. Just take it. It's in the bathroom vent. Under the cabinet. Guess I don't need you anymore, partner. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Ja, gut. Maybe we can talk this out. You're making a mistake. This is... You can't do this. All right, it's getting easier. Nee, wird nicht wirklich leichter. Ich könnte Bumblebee kurz anrufen. Hello? Hey. Please, he is... What are you... My wife is innocent, but your dad, he... I don't know what you want. Hey, well, please, could you just call him? He doesn't have the whole... Okay. But lose... Ich dachte... I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Ich dachte, ich könnte... ihn dazu bringen, mit ihr zu reden, ohne dass ich dabei bin. Aber anscheinend nicht. Die Uhr macht halt immer noch so seltsame Geräusche, ne? I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? A man told me you killed your father. A man told you... What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. What? Look, how your father died. It's not what you think. I know how he really died. What are you doing? It was a heart attack. No, it wasn't. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out, and he hit... 12M. How could you know that? I couldn't. You told me in a previous loop. I did what? Listen. He didn't die when you shot him. What are you doing? He survived. Your brother. The one you always called Monster. He killed him a week later. I have a fucking brother? A half-brother from your father's affair. He's the one who did it. That Polaroid from the coffee shop, it proves it wasn't you. What is going on? I know. All right, there's more. Listen, a man is about to ring the doorbell. He's gonna accuse you of murder, but he's actually just here for your father's pocket watch. What? His daughter has cancer and the watch will pay for the treatment. What? He was close to your father and when he died, immer nur, really what? What? Yeah. What? Yeah. What? What? Nee, ich werde ihr das nicht gestehen. Wir warten auf den Polizisten. No, we wait.
What? 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 Thank you for listening. Hey, Bumblebee. Bumblebee! What's up? What? What do you... Honey, I think you got a prank call. What the... Did they threaten you? Listen to what? Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. I love you more. So, Tür aufmachen. Kommen Sie gerne rein. Okay, let's talk. Get on the ground, please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. What? He had a love child. Bastard. That's your killer. You expect me to believe that? I don't care what you believe. The bastard destroyed everything I loved. Destroyed my mother. She called him the monster, and he was. Monster? What? Oh, it's just... That was the last thing I heard him say. It never occurred to me that it meant... that. Listen. I know my father was important to you. I miss him, too. But I always thought... You weren't there. I wasn't there. But then... I don't know. But it wasn't me. Ja, sie toucht ihn schon wieder an, ne? Why you're doing this. I get it. You couldn't possibly. You can't make us pay for what your daughter's going through. Don't take it out on us. Honey, I... Please, let me talk. Don't take it out on us. I'm sorry. Really, I am. God. If my daughter knew what I was doing, she wouldn't understand. She'd never forgive me. I'm going now. Wait, just a second. Okay, da ändert sich also nichts. Können wir mit ihm reden? Nach seine Tochter fragen. How's your daughter doing? Mistake. Here. Take the watch. You need it more than I do. She does. Bin kurz bei der Post, Paket abholen. Alles klar. Formel ist normal in US und A. It's been a long time. Do you remember her name? Something flower. Dahlia. Daphne, Daisy, something like that. I'll dig into it. I'll let you know when I know more. Wow. Wow. So what happens now? Is it over? No. No, it's gonna happen again. I have no fucking idea what it... Not now. Okay. Rude. Rude. Ich hole mir mal das Messer, Schatz. Wunder dich nicht. Das ist der 40. Das ist der 41. Das war der 40. Loop. Also da hat Max geschrieben, was gerade gespielt wurde. Also wir sind jetzt sozusagen schon bei der 41. Bei der 42 wäre es mein Alter. So, wir gucken uns jetzt nochmal die Uhr an, würde ich sagen, oder? Fast dein Alter, ja, fast. Schaffen wir, oder? Die 42, meinst du? So, die läuft rückwärts. What? How is this possible? Was ist mit der Uhr? Ich bin dead. Warum bimmst du dead? Lass laufen. Ab ins Klo damit. Die Uhr ins Klo werfen?
Irgendwas passiert gerade. Back. Look, I know this is a terrible shock, but we need to be on the same page. These feelings for my daughter, your sister. Look, this isn't how I wanted to tell you. You deserve, both of you deserve better. Ich möchte mit ihr zusammen sein. Vielleicht ist es besser, dass wir nicht zusammen sind. Worst thing in the world? Disappointed my little girl. Well, that was the worst thing. And now a baby. You, with your little love. I guess it was always gonna happen. Nothing stays swallowed down forever. So, you gotta make a call. If I could go back. Wir waren schon mal hier. Die Situation war aber angespannter. Und ich habe ihn ja erschossen. Ich habe ihn eigentlich erschossen. Say something. Say something. Fine. You're gonna force my hand. Fine. God damn it. You just won't listen. Au! Sir? Are you, sir? 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Sir? Syrup? Was habe ich gemacht? Wait, sir, no, I, no, oh, nee. Oh, nee, ich raste aus. Ich werde blöde, ja. Ich hätte vielleicht was sagen sollen. Ich weiß noch nicht, was. Wie immer passiv. Sage mal, Herr Morian. Oh, ich muss mich kurz um meine Frau kümmern. Hallo, Schatz. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Yeah, I will. Die Uhr, dass die Geräusche macht und dass die rückwärts läuft, ist mir erst seit heute aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal der Fall war, aber ich glaube nicht. Wir gucken uns hier nochmal an. Wir reden jetzt nochmal mit dem Papa, oder? Und dann können wir uns ja entscheiden, was wir machen. Medizinschrankmesser. There isn't enough space to drop that. Ja gut, wir wollen ja auch unten ans Lüftungsdings ran. Ich guck noch mal auf die Uhr, ja. Gucken wir auf die Uhr. Die läuft ja rückwärts. Ich glaube, irgendwas ist nicht in Ordnung mit der Uhr. Also man kann da sozusagen noch rausgehen eine gewisse Zeit. Aber die Frage ist halt, Morian meint ja, ich soll die ins Klo schmeißen. Was passiert denn dann? Spülen? Das immer bewährte Hallo Schatz finde ich gut. So, was ist jetzt mit der Uhr? Nee, wir reden jetzt mal mit dem Papa und dann sagen wir dem... Ja, eigentlich, also rein logisch, mal abgesehen von irgendwelchen Gefühlen, wäre es besser, wenn wir nicht zusammen sind und auch kein Kind kriegen, wenn wir Geschwister sind. Das geht eigentlich nicht, auch wenn es Halbgeschwister sind. Da ist es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Auf der anderen Seite, gefühlstechnisch würde ich eher sagen, der will bestimmt mit ihr zusammen sein, aber... Ja, spülen ging irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum...
So, jetzt sind wir doch gleich beim Vater. Hey, there he is. Ja. You're back. Ja, ja. Ich war bewusstlos irgendwie. I know this is a terrible shock. Ja. But we need to be on the same page. These feelings for my daughter. Your sister. Deine Schwester. Look, was soll ich nehmen? Ich möchte mit dir zusammen sein oder vielleicht ist es besser, nicht mit dir zusammen sein? Eins oder zwei? Möchten wir mit dir zusammen sein oder nicht? Ich würde sagen, nein. Sweet Home Alabama 2, ne? Amandel. You, with your little love. It was always gonna happen. Nothing stays swallowed down forever. You wanna know my answer? Yes, I do. Yeah, all right, all right. Yeah, I guess. I guess there is a world where I leave and where she doesn't get to know why. There is. And I know. I know it's hard. Thank you for understanding why it needs to be this way. This whole... I've made so many mistakes. But for what it's worth, I'm glad you turned out so well. Aww. Oh. Ist der Abspann, oder? Na super, ich war in der Küche. Ja, wir waren wieder bei dem Papa in dem Zimmer und haben ihm gesagt, okay, du hast recht. Vielleicht sollten wir nicht mit ihr zusammen sein. Und es wurde ein Achievement freigeschaltet. Alone hieß das. Man kann bestimmt darauf beharren, mit ihr zusammen zu bleiben. Und dann ist man halt mit ihr zusammen. Tja, das war ja einfach. Ich weiß es nicht, ob ich dann die Zeit verändert habe. Also irgendwie bin ich zumindest aus dem Loop raus. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Ich nur teilweise, aber nicht komplett, muss ich zugeben. Wir können ja gleich nochmal im Internet stöbern, was das Netz dazu sagt. Möchtest du das nochmal spielen mit dem kürzesten Ende? Ja. Wie geht das kürzeste Ende? Gib mir mal einen Tipp, Lütke. Lo, jetzt habe ich das Ende verpasst. Es tut mir leid. Nicht nur du. Im Endeffekt haben wir dem Vater gesagt, ja, du hast recht. Wir lassen das mit der Beziehung und ich gehe einfach. Du gehst rein und dann Hände weg von der Maus. Du bewegst dich kein Stück. Echt? Das gibt's? Die Frauen bestrafen dich, wenn du das Ende verpasst. Nichts machen. Okay. Wir sind durch, oder? Wenn der fortfahren macht, was heißt denn das? Fangen wir dann neu an? Oh, wir fangen wirklich neu an. Nee, habe ich nicht probiert. Ich habe nur probiert halt, wie gesagt, dass ich im Schrank stehe und sie nicht mal weiß, dass ich zu Hause bin. Aber gar nichts machen? Spiel sozusagen starten aufs Klo. Wie bei Far Cry. Locked. Ich habe einen Schlüssel. Die Pflanze ist weg. Okay, ich berühre jetzt nicht mehr die Maus. Für 12 Minuten oder so, ne? Oh, die Bude ist leer. Die Nachbarn sind weg. Meine Küche ist weg.
Mein Tisch ist weg, meine Stühle. Ist ja fortsetzen, kein neues Spiel. Ach so. Wo ist mein Sofa? Frau ist weg, inklusive Möbel. Hat sie auch die... Ganz normal. Ist ja alles leer. Ich glaube, die Frau war ja nie da. Ah, die Frau war nie da in dem Szenario. Aber eine schöne Wohnung, muss man mal sagen, ne? Schon schick. Und nu? So leer ist die, sehr geräumig. Da ist eine Kammer und keine Wohnung. Das ist eine Kammer und keine Wohnung, ja. Für zwei Leute. Büro. Aber dann könnte man den Streambereich hier hin machen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Essen bestellt man. Nur noch Lieferando, keine eigene Küche. Getränke lässt man sich von Flaschenpost liefern. Hier sind so die paar Anziehsachen drin, die man hat. Und in dem Zimmer schläft man. Ja. Und nu? Vor der Tür. Ja, genau, vielleicht ist ja auch eine Pizzeria unten. Muss ich den Spielstand zurücksetzen? Wahrscheinlich, oder? Die Wohnung ist ja wieder leer. Schatz, ich bin zu Hause. Ach nee, ich bin ja alleine. Ich habe ja keinen Schatz mehr. Da haben wir wieder den schönen Teppich. Aus dem Film The Shining. Oder hieß es nur Shining? Ich weiß es nicht. Aus dem Hotel, wo der Junge mit dem Dreirad drüber gerast ist. Aber wieso ist das Haus anders? Es gab noch Nebentüren, ne? Die sind auch weg. Das ist ein bisschen komisch, das stimmt. Gab es noch Nebentüren? Ich weiß es nicht. Kann ja echt nichts machen, ne? Sind das eigentlich alles... Eigentlich alles neue Loops, die wir hier gerade noch verursachen? Die zwei, die wir jetzt gemacht haben? Oder zählt das nicht? Doch, das zählt als Loop, oder? Geht der Schalter? Geh mal gucken. Sind keine neuen Loops? No power. Kein Strom. No power. Wir haben keinen Strom. Ist ja der Abspann. Okay. Und hier? Ist auch kein Strom, ne? No power. No power. No power. No power. Und hier? No power. Was geht? Was geht? Ihr saftigen Geringverdiener. Hallo Wave Detox, grüß dich. Power's out. Wie frech. Schönen guten Abend. Ja, wir haben keinen Strom bezahlt und jetzt haben wir haben aber auch keine Möbel, von daher ist auch egal. Und zum Schlafen gehen wir in die Abstellkammer. Ich schmeiß mich weg. Vor allen Dingen saftig. Ja gut, okay. Wie geht's euch allen? Ich hoffe gut. Also mir persönlich geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Okay. Das heißt, in dem Fall ist es... Möchtest du wirklich verlassen, dann macht das ganze Spiel zu, oder? Ja, dann macht das ganze Spiel zu. Oha. Ich habe 4 von 12 möglichen Achievements freigeschalten. Das kann ich euch ja mal kurz zeigen. Wie mache ich denn das nochmal? Main Screen, oder? Ja, hier. Alone habe ich freigeschalten. Coward. Not my problem. Das war bestimmt das Ding, wo ich alles gemacht habe, was er gesagt hat. Und dann hat er die Frau erschossen und ich habe gesagt, die hat sich umgebracht und fertig war die Laube. Fresh ist mein Vorname. Wie Creme Fresh oder wie sehr frech?
Wenn ihr mich seht, einfach der Boss. What? The Seasons. Ich habe keine Ahnung, wie man die freischaltet. Fluidity. Water the plant once. Wie oft soll man die denn... Ach, gibt's da vielleicht... kann man die mehrmals wässern und dann kriegt man ein anderes Achievement? Ich weiß es nicht. Ich mach nochmal an, ne? 7,2 Stunden haben wir. Eine Taste zum Fortfahren drücken. Taste, nicht Tasse. So, und bei Optionen müsste ich jetzt erweitert und dann Fortschritt löschen. Und dann machen wir mal das, ich mach gar nichts. Das war's, Frau Mumpe. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab dem Papa gesagt, okay. Wir sollten nicht zusammen sein. Kannst du nicht einfach Klaviermusik lernen? Ja. Frau Mumpitz hat einen Tipp gegeben, dass es ein Ende gibt, wo man einfach nach Hause kommt und sich nicht rührt und nicht mit der redet und dann ist vorbei. Hat sie zumindest behauptet, ich weiß es nicht. Ey, ich bin so lost, ich verrecke erstmal an der Kippe. Digi, Rauchen ist ja auch nicht gesund. Lasse das. Iss lieber ein Stück Kuchen oder eine Karotte oder eine Wurst, wenn du unbedingt dieses längliche Rauchgefühl brauchst. Rauchen ist ungesund, habe ich gehört. Wie kommst du denn eigentlich hierher? Kennst du hier jemanden im Stream oder ist es das Spiel oder... Was verschafft uns hier die Ehre von Wave Detox? Ihr saftigen Geringverdiener, ey, ich hau mich so weg. Oh Mann. Max, wir sind durch. Voll krass. Wir machen jetzt das kürzeste, das schnellste Ende, wo gibt. Na dann, na wenn ich nicht rauche, kiffe ich. Und das will ich mir gerade abgewöhnen. Drogen sind auch nicht so gut, ja. Ist natürlich in jeder Manns und Fraus Eigenverantwortung, aber das ist sozusagen die Ersatzhandlung dafür. Okay. Ich weiß, war bin noch da. Ah, okay. Ein Großverdiener schaut gerne mal rum. Ja, Frau Mumpitz? Bitte sei mir nicht böse. Oh oh. Ja? Was ist? Musst du los? Das Spiel wäre weitergegangen, höre ich gerade. Nach dem Fortsetzen. Wie das wäre weitergegangen. Nee, oder? Nee, oder, Frau Mumpitz? Naja, zum Glück haben wir den alten Spielstand gelöscht. Dann kommen wir nochmal in den Genuss, alles von vorne zu sehen. There we go. Wir machen jetzt erstmal das kurze Ende. Ich werde nichts berühren. I'll be out in a second. Stimmt, da stand immer noch Fortsetzen, ne? Eigentlich müsste ja... Was passiert denn danach? I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Bro, ich...
Diamantenstaub, oha. Zerschneidet nicht Diamantenstaub die Nase? Rote Karte gab's zumindest schon mal von Max. Danke für dein Follow. Grüß dich. Nochmal. Hey, there he is. Wanna sit for a second? Ach, der steuert sich ja selber. Oh, you know. Glad to be home. I'm glad you're home too. Well, I like hearing that. Hey, I was thinking. What if there is room for something more in our lives? What do you mean? I mean, like, I'm happy now. But, you know, what if there was more? What do you mean more? Just more. Bis more dann. Than just thinking about myself. Schönen Tag und vielen Dank für den Follow really und bis demnächst. Right about now. Yeah, I bet you could. Okay, die unterhalten sich also auch, wenn ich nichts klicke. Aber ich weiß ja jetzt, dass unter der Spüle die Uhr ist. Es ist die Frage, ob ich damit schon interagieren kann. Of course I trust you. Okay. So what if, hypothetically... Der Ned. Excuse me? No, Ned Flanders. Du Quatschkopf. Would you want to know? I don't know. Honestly... I guess I prefer it if you didn't tell me. Really? Yeah, I mean, the past is in the past. It's better to keep it there if it's just gonna hurt me. So lying would be better. I mean, no. Not lying, but... Look, if this hypothetical affair was over and it's in the past and it's not affecting us, why lob a grenade? Right. Okay. So. So, wait, did you have an affair? No. I shouldn't have said that. I did some things in the past. I made some mistakes. And those mistakes might not stay in the past. Uh-huh. What are you talking about? Nicht die Maus bewegen, Ned. Yes, more than anyone. Nein, ist nicht erlaubt. Stay right here. Okay. Aber was wäre denn dann noch gekommen? Wir waren ja nicht mit ihr zusammen und waren alleine und man hätte ja im Endeffekt... Oh, sie holt die Uhr raus. So, what's happening? One second. Das weiß niemand, musst du selbst rausfinden. I'll tell you, just not here. Where? Anywhere, just not here. Come on, let's go. Okay. Die gehen raus? Das richtige Spiel geht dann los. Ich habe nur gehört, ich selber habe das nicht gesehen. Weil jeder macht dann aus. Wie, danach geht erst das richtige Spiel los? Du veräppelst mich doch, Frau Mumpels. Du verarschst mich doch. Es kommt kein Abspann. Wir haben ein neues Achievement bekommen. Orsch Achievement. Da stand dann willkommen bei Ubisoft. Ja, ist krass, oder? In der Version hier gibt es zumindest noch Nachbarn. Rechts und links, aber... in dem anderen Szenario sind wir vielleicht... Wir sind vielleicht umgezogen. Wo wir nicht... Die Wohnung war zwar vom Schnitt gleich, aber wir wohnen vielleicht weiter unten oder so. Man weiß es nicht, ne? There we go. Locked. Can't believe I forgot my keys again. Ich hab ihn doch dabei. Ja. Hier. Rinnende Tür. Könnte eine andere Etage sein, ne? Hey, babe. I'm home. Love you. I'll be out in a second. Hallo, Schatz. Jetzt musst du alles wieder neu lernen, ne? Ja, das habe ich mir fast gedacht.
Das habe ich mir fast gedacht. Zum Glück habe ich ja den Spielstand gelöscht. Scheiße! Ah, doch, das Ventilatorgitter können wir schon. Hier. Hm? What are you doing? Why would you do that? You're gonna ruin the apartment because all because it's old and I don't and even expensive. Know what you're looking for. That's it. I'm doing out. An event. Who's hiding a watch here? Man, you are just all class today. Ja, Ned Flanders, du darfst deine Maus wieder bewegen. Jetzt läuft die Uhr vorwärts, ne? Nicht wie vorhin, da lief sie rückwärts. Man kann immer gucken, wie viel Zeit schon vergangen ist mit der Uhr. Ich leg die mal auf den Tisch. Dann kann der Polizist hier sich gleich nehmen. Excuse me, ma'am. Ja? Follow me to your apartment. I'm with the police. Oh. All right. Ding! Und jetzt müssen wir den auch wieder überwältigen, um an die Nummer von Bumblebee zu kommen. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. Hey, you're hurting me. Oh, whoa, whoa. Ow. Oh, whoa, whoa. What is going now on? Now you, hands behind your back, help please. Me. Don't will move. You come help me? No, come on, don't. I don't. This is a mistake. Mit der Nase den Fall abgefangen. Aber die Nase gebrochen. Oh oh. Der schnappt sich die Uhr und bringt mich um. Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal. Hallo, Schatz. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Sollen wir die Loops jetzt weiterzählen? What? I don't know. What? Nee, Max. But, no. Mach dir die Arbeit nicht. I was just. How is this possible? Wir haben ja 41 oder so, 40 haben wir gebraucht bis zum vermeintlichen ersten Ende. Und wir gucken einfach mal. Let's talk later. Nee, das passt schon. That's okay. Ist die Frage, wie schnell ich wieder zu dem Ende komme, wo ich eigentlich vorhin schon war. Einschläfern. These pills pack a fucking punch. Dann geben wir was zu trinken. Ich dachte echt, wir hätten den Abspann schon gesehen, aber anscheinend nicht. Bitte schön. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. Lass es dir schmecken, Schatz. I'm so tired all of a sudden. Leg dich doch hin. Oh, we'll talk later. Na klar. Danke, Max. Thank you. Ja.
Gotta get that fixed before one of us gets really hurt. Mhm. Der erste Durchgang. Ach so, ja. Ist jetzt der zweite, ne? So ein Stück weit. Ja, wir machen noch bis 18 Uhr heute. Vielleicht auch bis 18.30 Uhr, mal schauen. Und dann gucken wir nächste Woche mal, ob wir das wieder im Streamplan irgendwo unterbringen oder nicht. Ich weiß es nicht. Now we wait. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe natürlich jetzt jede Menge Fortschritt verloren, ne, aus ungefähr 8 Stunden, nee, 6, 3, 6, ja, 7 Stunden Spielzeit habe ich gerade gelöscht. Naja. Ding dong! Come on, I know you're home. Open the door. Klopf, klopf. What the? You are not handcuffing yourself. You little shit. You just made the biggest mistake of your life. One chance. Let me go right now. Listen. What is this? What do you want? Of course you don't know. She's a good liar. Here's Hat er ein Verhältnis mit der Krankenschwester, der Polizist? Ich weiß es nicht. Years ago. Vielleicht. Let me go. What are we being accused of exactly? Let me go right now. One chance. Let me go right now. Dumb son of a bitch. Listen. How's that daughter of yours doing? Fuck you say. Direkt deine Frau anrufen und petzen. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So. Let me go, please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me, and we can keep you out of this. You know what? Forget it. Asshole. Whoa, hey, what are you doing with that thing? Jesus Christ. Stop! What do you want? What are we being accused of exactly? You really have no idea, do you? Mm-hmm. 8 years ago, she murdered her father in cold blood. Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Finally got a tip. Pointed me here. Who gave you the tip? The pocket watch she stole, she tried to sell it. Pawn shop owner let us know. How did her father die? Her. She shot him. Christmas Eve, 8 years ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve, Silvester. She came back and finished the job. Two shots. Obwohl, strings. Christmas Eve heißt doch nicht Silvester. Now, please. Call an ambulance. Fehler in der Übersetzung. What makes you think she did it? Of course she did it. Same gun, same room. It's obvious. Why would she possibly do something like that? Money, jealousy, a million reasons. You should ask her. You're a monster. Yeah. You're a monster.
think you got an artery. Gieß mal die Pflanze. Thank you, God. I'm bleeding, please. Hey, babe. Grüß dich, Hagen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. So, ich tue mal so, als ob ich nicht zu Hause bin. Now we wait. Max, du hast es so gebaut. Für den ersten Durchgang habe ich 41 Loops gebraucht. Und man kann es trotzdem weiter hochzählen. Muss man das Spiel failen, damit man so weit kommt, wie du... Ja, also man muss bestimmte Situationen herausfordern, um weitere Infos zu kriegen, ja. Was? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Maximal Max Power. Maximal Max Power. Ja. I don't know what you... This is a mistake. This is a mistake. I don't... You must be... Look... I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk about this. We will. Ab morgen habe ich auch endlich vollen 5G-Empfang. Sehr gut. Sehr gut. I am not who you're looking for. This, anyone else? It's a mistake. Come on out. Please. Please don't hurt me. Anyone else here? Husband, boyfriend, girlfriend. My husband. He's at work. He'll be here any second. Ich frage mich trotzdem, Lütke, wie man, nachdem man sich entschieden hat, nicht mit ihr zusammen zu sein und in einer völlig leeren Wohnung wohnt, aua, wie man da mitkriegen soll, also wie man da überhaupt weiterkommen soll. Da gab es ja nichts zum Interagieren. Man konnte nur in die Wohnung gehen und wieder raus. Das war's. Only question is how much you make me hurt you before you do. I don't know about anyone. Soll ich es selber rausfinden? See how creative I can get. Soll ich? Help. Okay, mach ich. Help. Mach ich. Be honest with yourself. You knew this would happen. Aber vielleicht nicht mehr heute. No cavalry coming. Mal gucken. Nobody's gonna save you. If you want to live, tell me where the watch is. This is your very last chance. It's in the vent in the bathroom. Under the men's cabinet. Good girl. It's there. Naja, ich versuch's erst selber, Frau Mümpitz. Ich dachte eigentlich, ich könnte das Spiel dann diese Woche abschließen nach 8 Stunden. Aber wir müssen ja jetzt nochmal neu. Wir müssen ja nochmal alles komplett neu spielen. Ha, scheiße. Chaka. That was horrible. I should have done something, but it's gonna restart soon. I'm gonna see you soon. I'm gonna see you real soon. I have to. Tschüss. Oh, fuck me. Are you serious? Danke, Max.
Year's Eve. 8 years ago. Wait. Wait, the cops said the old... But that's hundreds of miles away. She... I didn't hear you come in. I know about the pocket watch. It's in the vent underneath the medicine cabinet. What? There's a man. And... He said that you killed your father. What the fuck are you talking about? I need you to tell me the truth. Where is this coming from? Listen, I'm sorry. I'm living the same 10 minutes over and over and over again. So look, I'll prove it to you. Are you fucking kidding me? Let's see. Das Gewitter kann ich nicht mehr nehmen. Feels like a joke I don't get. Let's this present. You went through my stuff? Boundaries? Personal space? We've talked about this? Genesen, geimpft, getestet, geduscht, getrocknet. So you just took a present out of the drawer? Nice one. Let's see. That Polaroid proves you're innocent. What? What are you talking about? You weren't even in the same city when your father was killed. What? I know you've been accused of killing your father because I've been living the same 10 minutes over and over. I need you to tell me what really happened that night. I don't even know where to start. My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt... It doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral. Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard, but please, I need to know. Yeah, yeah. Christmas Eve. He had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and he always had guns around. I grabbed one. Und dann hast du ihn angeschossen. Jesus. You, what, no, wait. Wait, he survived. What? He didn't die on Christmas Eve. He died on New Year's. No. I shot him on Christmas Eve. I saw him. No, he didn't die. Not then. Somebody must have came back and killed him a week later. Bei Empfang könnte es auch getrunken sein. Polaroid. Oh, the Polaroid with your picture from the coffee shop. It proves you weren't there when he was killed. This is too much. I need to sit down. Setz dich mal, Schatz. Oh nein. This is too much. My whole 8 years, I thought. I thought he was dead. Warum kann ich einen Bumblebee nicht anrufen? Ich hab doch die Nummer von Bumblebee mir angeguckt vorhin. So then, who killed him? If I'd known he was alive, I could have done something. I could have stopped. Police! I'll get it. Du musst anrufen. Ah, ich muss sie anrufen mit ihrem Handy, ne? Ja. Also ich muss ihre Nummer anrufen. Turn around, please. Wait, stop. I have something you need to see. Von seinem Handy aus? I didn't kill anyone. Von seinem Handy aus? Nee, ne? Look, I can.
I'm not sure this is a good idea. No excuses. Schnell Lichtschalter. You have to listen to me. No, I do not. Only people I have to listen to are my daughter and my mother. And my mother's dead. Now shut up. That's enough. Hold still. I'm not here. Look, I didn't do it. Ich muss Blume gießen. Sie Arschkrampe, lassen Sie mich los. This is a mistake. Hey, listen. How's your daughter doing? Will you tell me? This is a misunderstanding. Oh shit. No! No! Please don't stop! Stop! Oh my god! You okay? Ja, ja, alles gut bei mir. Okay. Okay, okay, okay. Ein Button möchte der Amondyl. Kriegen wir hin. Hatte ich dir schon mal was geschickt, Amon? Hatte ich dir schon mal irgendwas geschickt? Wenn nicht, müsstest du mir im Discord vielleicht mal... oder im... Twitch eine Nachricht schicken, wo das hin muss. Das ist ja ein physisches Ding. Made dessert. Yeah, yeah, I know. Hey, I finally remembered to put the spare key outside. Also wie gesagt, das ist ein Button, der ist physisch. Den kann man sich sozusagen an Rucksack oder an irgendeinen Stoff ranpinnen. Das ist das Kanallogo. Und den müsste ich dir halt per Post zukommen lassen. In einem kleinen Polsterumschlag würde ich das machen. Ich kann den auch gleich mal kurz zeigen. Ich hab die doch hier in der Ecke, oder? In der Ecke vor allen Dingen. Also das sind alles Magneten. So. Ich muss sie mal kurz schlafen schicken. I wasn't expecting a storm tonight. Hier, Schatz. Water? Oh, yeah, thanks. I was about to grab some. So, die sehen so aus. Die Buttons. Siehst du hier? Das ist sozusagen das Kanalbild drauf. Und hinten ist dann, wie man das halt kennt, so eine Nadel dran, ne? Und dann kann man sich das irgendwo dran bappen. Nicht unbedingt durch die Haut, aber vielleicht irgendwie durch einen Rucksack oder was weiß ich. Magneten haben wir auch noch. Die sehen so aus. Sind eckig, nicht rund. Und haben hinten halt so eine magnetische Fläche und dann kann man sich das an Kühlschrank oder so bappen. Ja. Also wie gesagt, wenn du den haben willst, müsstest du mir irgendwie eine Adresse zukommen lassen, wo ich das hinschicken kann. Her damit. Wunderschön. So. Ja, ja, ganz in Ruhe, Amandjul. Das muss nicht sofort geschehen. Ne? Also nimm dir die Zeit, die du da brauchst. Oh, just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Ja, wir sprechen später. Ich würde das dann am nächsten Montag, denke ich mal, verschicken, Amon. Weil ich am Sonntag spiele ich ja Spider-Man wieder. Und da werden wir eine Figur verlosen. Und da muss ich dann eh zur Post. Und dann würde ich das dann am Montag gleich mitmachen. Ne? Also die Spider-Man-Figur, der Pappkarton ist ja relativ groß, wo die drin ist. Und da werden wir schon mal eine raushauen.
Ja. Was müssen wir noch machen? Eigentlich nichts, ne? Wir müssen nur warten. Bumblebee kann ich noch nicht anrufen, weil ich ja sie noch nicht angerufen habe. Tür zu. So, bis halb machen wir noch. Now we wait. Und dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Für die nächsten Tage schon mal als Info. Morgen streame ich von 15 bis 20 Uhr Cyberpunk. Am Samstag werde ich aller Voraussicht gar nicht streamen, weil, wie gesagt, da ist die Familie da. Wir gehen da in, zu einer Fotoausstellung und werden dann am Nachmittagabend noch was essen gehen. Und am Sonntag werde ich wieder Spider-Man spielen. Ich glaube von 15 bis 18 oder von 12 bis 15. Ich weiß gar nicht, wie es gerade drin steht. Und ja, so sieht diese Woche aus. Und da müssen wir echt mal gucken, wann und ob und wie ich hier 12 Minutes weiterspiele. 15 bis 18 Uhr. Danke, Max. Im Regen tanzen, ja. Im 24-Stunden-Silvester-Stream? Nee, also einmal im Jahr gibt es einen 12-Stunden-Stream, aber 24 muss ich weiterhin ablehnen. What? Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. One chance. Oh, let me Dad, go right now. Move is about to start. I'll call you back later. I told you to call me earlier. I was gonna leave you out of this. And now you've got this come. So, wir haben sie jetzt angerufen, ne? Don't. Kann ich nochmal schießen? Jesus Christ. Stop! I'm not fighting you. What do you... Why do you want the watch? Shit. I need a doctor. Yeah, I'll say. And I'm gonna hurt you again if you make me. The watch, come on. Fuck. Fucking watch. You have any idea what that thing is worth? Money? That's what this is about? You'd murder us for money? You really don't know. No. Your wife. Her father. Closest thing to family. Die Perspektive ist gut, ja. You knew him? Das ist ein neuer Stil, so ein bisschen, ne? He taught me everything I know. He was good to me. You knew her father, right? Yeah. He was good to me. Taught me a lot. I owe him. Der Regen an den Scheiben. Hm. Now will you please untie me? What do you know about the nanny? Who? The nanny the old man had the affair with. What do you know about her? Oh, what do you care about the nanny? It was years ago. She's innocent, I'm telling you. Oh, fuck. I'm bleeding. She wasn't there. So what? She's... God damn it. I don't care, man. She's guilty. She's innocent. There's no... Ja, den Strampel haben wir schon gesehen, ja. Ja. I'm telling you, she's innocent. Also in dem Run noch nicht, aber... Hey, 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 I'm sorry I hurt you, but I'm innocent. I just found out about all this. I don't have anything to do with it. It's all her fault, so please, leave me out of this. Bin ich der Einzige, der... Before you fucking tortured me. Let me go. Der den Herbst... bin ich der Einzige, der den Herbst... Please. Du findest, dass der Herbst die schönste Jahreszeit ist im Jahr. Ich mag Frühling und ich mag auch Herbst. Sommer ist mir meistens zu heiß. Winter mag ich punktuell auch, aber eigentlich so Frühling und Herbst ist so meins. Ja. All right, listen up. How's that daughter of yours doing? Fuck you say, you son of a bitch. Was für ein Deutscher. Wie sagst du das? Es war gerade schwer für mich. What do you want? Why are you?
Dann können wir nur das Buch angucken von ihr. Ah, ich gehe noch Blume gießen. You're a monster. Du bist ein Monster. Du hast uns schon mehrfach umgebracht, du dreckiges Stück Scheiße. Sorry, habe ich nicht gesagt. Blume gießen. You're a monster. Wächst sie immer mehr, wenn man sie öfter? I'm hurt bad. Please. Baby clothes? With my... Some onesie with my mother's name. Mit der Mutter. Muttername. Hier, was ist damit? Hey, hey, look. A cute onesie, so what? Here. Why would I want that? Recognize this? Give it back. Here. Why would I want that? Shit, don't. I have a daughter. Oha. Kannst du schon zurück in die Zeit reisen? Ich glaube nicht. Oh, God damn it. God damn it. God I don't damn it. Think he so. Won't listen to us. How do I make him listen? Who would he listen to? Wir reden jetzt mit der Frau. Dann rufen wir Bumblebee an. Danke, Max. Schatz, komm raus aus dem Bad. Huhu. Hey there. Denken ist kein Beweis. Es war schön schnippig heute, Frau Lutzke, ne? Best night ever. Great. Okay. Ganz schön schnippig, würde ich mal sagen, ne? Schnippisch. Muss man hier mal schütteln. Mal hier zur Vernunft, zur Raison rütteln. Die Uhr macht noch keine Geräusche, also wird da auch nichts, noch nichts sein. Ich rufe jetzt Bumblebee an, so. Piep. Hello? Hey. Hallo. I got your number from your dad. What? Raison. Wegen des Lichtschalters. Your dad says that my wife killed her father. He's coming to hurt her. This isn't funny, you creep. Listen, my wife is innocent, but your daddy, he won't listen to us. I don't know what you're talking about. He doesn't have the whole story. Please, could you just tell him to listen to us? No, why would... Please, he's making a big mistake. You can help him. I mean... Fine. Okay. I'll call him. So, Schatz, wir müssen reden. I know about the pocket. A man told... A man... I don't even know. But, look... What? Look, how he really... I don't know. It was Christmas. He hit you. How? I... Look. On my... Oh, God. Look. I didn't... So... You didn't kill him. What? When you shot him, he survived. No. Babe, he didn't die. He... And somebody else... Somebody else. But it was... You weren't there. All... I need to sit down. Okay, setz dich nochmal hin. Wir reden weiter. What's so special about that watch? Oh, it was a family heirloom. My great-grandfather made it. It's worth, I don't know, a whole lot. A lot. It was gonna pass down to me from my mom. After I shot my dad. Aber es ist ja witzig, dass es dieses Ende gibt, dass sie die Wohnung zusammen verlassen. It's the only thing I have for my old life.
Why did you try to sell the watch? I'm pregnant. Yeah. I found out about a week ago. Mm-hmm. Did I already tell you that? No, you did not. Oh my God. Yeah, oh my God. 10 minutes ago, that was the biggest news in my life. That's why I tried to sell the watch. Baby money. And I mean, honestly, I just want to get rid of it. Fucking hate that thing. I'm gonna be a dad. It's a beautiful watch. Yeah, I know. Your father's affair. God, I hate talking about this. I don't know. My dad loved my mom. But I guess having me made things tough on the marriage. And my nanny was right there. He wasn't always as good a man as he wanted. Fragen, wie ihre Mutter von der Affäre erfahren hat. How'd your mom find out about the affair? Dad knocked up the nanny and she wanted to keep it, so tough to keep that secret. Und das Kind bin ich. Aber das weiß ich noch nicht. Poor woman died in childbirth. My dad, God, he wanted to adopt the kid. He could not do that to my mom. What did your mom say? Nothing. She just got sick. She hated him so. What did he do? Nothing he didn't do. Fuck. Denied it until the day she died. What do you know about your nanny's child? Your brother? I honestly wasn't even sure he existed. I think I overheard stuff about my dad wanting to adopt him, but no way my mom would have it. She hated the idea of that kid so much. Shai! Hallo, danke für deinen Raid. Schönen guten Abend. Do you know where your brother is now? I have no idea. Sometimes I wonder if he was even real. My mom. And I mean, if this kid did exist, I'm sure my dad would have tried to find. So, who could have killed him? I mean, with his work. All right, I'll get open it. Up. Wie war's? You think you're funny? Calling my family? What? What are you talking about? No more games. Hands behind your back. Now. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. I have proof. There's a picture of me the day he died. I was hundreds of miles away. Show me. On the fridge. Please, look. Don't move. Bunt gemischt, von Spiel zu Spiel gesprungen. Wie lange hast du denn gestreamt? Oh, na, mehr als 2-3 Stunden, oder? Den ganzen Tag? That's it. What? It shows I didn't do it. You've shot him and you left him to die. Suppe holen. But it wasn't. What an embarrassment. Gutes Gelingen. You knew him? Ich hoffe, es ist Kartoffelsuppe mit Würstchen drin. Taught me everything I know. He trusted me. And you shot him. I had no idea. I'm sorry. I miss him too. How did you know him? No. No, no. You missed your chance to talk. Now it's my turn. That's enough. Hold still. No, it's not. I'm not who you're looking for. Ouch. Don't move. Help me. Will you come help me? Sag ihm doch einfach, wo die Uhr ist. Wir wissen beide, wo sie ist. This is a mistake. So, Tür zumachen, noch nicht vergessen. Wieder an meinen Kopf knallen. Bang. This is a misunderstanding. There's a piece of evidence I need. Wait. Listen. Babe, show him the photo. Where's your father's pocket watch? I know you've got it. No, look at the picture. Babe, give it to him. Ich hab das Foto nicht, es ist am Kühlschrank. It shows I'm innocent. It shows I never killed anyone. Where's the watch? You're not listening to me. All right, have it your way. Ja, ich hätte auch auf die Uhr schauen können. No, please. Will you? Please. Okay. Aber die läuft noch vorwärts. Wenn die rückwärts läuft, macht die doch so ein Geräusch im Bad. Das haben wir noch lange nicht. Das dauert, glaube ich, noch eine Weile. In the bathroom, I know. Danke, Max.
fucking get you. So. Not now. Okay. Rude. Ich sammle jetzt alles ein, was man einsammeln kann. Dafür gibt es bestimmt auch ein Achievement. Handy kann man noch mitnehmen. So, dann können wir im Bad das Schlaftabletten mit dem Tür zumachen schon mal. Medizinschrank. Bitte. Wie voll mein Inventar ist. Zack. Ey! War da keine Uhr gerade? Warte mal. Da. Da steht doch sonst Gegenstand. Ah, Taschenuhr da. Zack. Hab sie jetzt. Boah, wie voll. Guck mal auf die Uhr. Guck, die geht noch normal. So, this was her father's watch. Must be worth a lot of money. Bleib vorwärts. Wir können noch nicht in der Zeit zurück. Oh, thunder. I wasn't expecting a storm tonight. So, das Geschenk nehmen wir auch mal. Ja, damit. Blume können wir gießen. Hello? Hey, please, he is... My wife... I don't know what... Hey, well, he doesn't have the... Okay. But lose... Look, I know this sounds weird, but... Uh-huh. Look, I haven't figured out how... For example, if I get strangled, I go back... What? Strangled? Why? Who strangled? There's a... it's not important. Look, I'm... Well, nice work. I'm totally not stressed out now. Look, how your father died, I know how... What are you... No, it wasn't. It was Christmas Eve. He caught you sneaking, and he hit... How? I... But he didn't die when you shot him. What are you... He survived. Somebody else killed him after you ran away. That old Polaroid from the coffee shop, it proves you... This... I know. Why is baby this out? Baby clothes with my... You took the present out of my drawer? It was gonna be a surprise. Though... Just... Let me have privacy sometimes, okay? Ne, kriegst du, hast du nicht mehr. Privatsphäre hast du jetzt nicht mehr. Kannst vergessen. But you... Why'd you lie to me all this time? Hey, Bumblebee. I mean, how was I gonna tell you? What's Hi, up? Nice to meet you. By the way, I killed my father. I didn't want to get... You were... I guess... You got pranked. I just wanted to... But well, guess that's over now, huh? And in the next few minutes, the cop... He's how you found out. Yes. The cop says that he was close okay. to your dad. I'll listen to him, but when honey. He died. This is personal. Yeah. Don't well, worry, Bumblebee. Same. I'll take...
Ein guter Zeitpunkt für Dessert. Tanzen wird gar nicht angeboten. Zur Tür aufmachen. Love you more. Komm rein, Keule. Stell mich hier in die Ecke. Okay. Let's talk. Get on the ground. Please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. I have proof. There's a picture of me the day he died. I was hundreds of miles away. Show me. On the fridge. Please, look. Don't move. Ah, ich hab das Foto. This picture. Say another word. I'm gonna cave your head in. Don't move. Oh nein, ich hab das Bild abgemacht. Nope. No photo. That's enough. Hold still. Das Foto liegt auf dem Tisch, Keule. I didn't do it. Scheiße, ich hätte es nicht abmachen sollen. Meine gierigen Finger haben alles eingesammelt, was am Kühlschrank und überall war. Und jetzt hat er das Foto nicht gesehen. Ey, das liegt da auf dem Tisch. Guck doch mal. Wir haben eigentlich schon durchgespielt und dann haben wir den Spielstand gelöscht und nochmal neu angefangen. Aber es ist alles gut soweit. Also wir kommen dem Ziel immer ein Stück näher. Ich krieg eine gesammelt. Aua. Oh. Jesus Christ. Jesus Christ. So, einmal machen wir noch. And then we come to the end. Wir hatten ein Secret Ending, haben aber nichts gemacht. Indem wir nichts gemacht haben. Oder ein Achievement. Genau. Ich war dann alleine, die Wohnung war leer und es war keine Frau mehr da und überhaupt. Bumblebee anrufen. Nee. Sag mal. Keule. Telefonieren jetzt. Hello? Hey. Please, he is... What? My wife... I don't know what... Hey, he doesn't have the whole... Okay. But lose my... Blume gießen noch. So. So. Ja, das Spiel ist hier und da schon recht brutal, Thomas. Oh, thunder. I wasn't expecting a storm tonight. Geh mal richtig ins Schlafzimmer rein, ja. Keine Ahnung, wie oft man die Blumen gießen muss. So, dann reden wir mit ihr. I know about the... Mm-hmm. A mantle. A mantle. I don't even know, but look. What? Look, I know how... What are you... No, it wasn't. It was Chris. And he hit you. How? I could... But he didn't... Ich spul grad ein bisschen, ne, damit wir die Dialoge nicht alle nochmal jetzt anhören. This. I know. Okay, a man... What? He was close to your father, and when your dad died, it really... Genau, es ist über 18 oder ab 18. So sieht's aus. Let's talk later. Now we wait. Have me. We can start fresh. What's up? So. I mean, is that like? I mean, I never. Your nanny. My nanny. I was. Oh, I never. Okay. Let's talk. We can start fresh. Yeah. Don't worry. Clean slate. I'll take care of this. Kommen Sie wieder rein. I'll call you back in a sec.
I've never. Okay. Guten Tag. Let's talk. Get on the ground. Ich möchte nicht auf dem Boden. Oh shit. Wait, stop. I have Geh du doch auf den Boden. What did you say? I didn't kill my father. I have proof. There's a picture of me the day he died. I was hundreds of miles away. Mm. Show me. On the fridge. Please, look. Don't move. Ein Glück ist das Foto diesmal noch da. Ich hab's vorhin aus Versehen eingesteckt. Oh, damn. Listen. I know my father was important to you. Touchy touchy. I miss him too. But I always thought you weren't there. I wasn't there. But then I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I really am. My daughter, she's all I care about. She's dying. Cancer. And the insurance one. I can't pay for the treatment. That watch, though, it could cover it all. God, if she knew I was doing this, thank you. So sie holt jetzt die Uhr und gibt sie ihm, glaube ich. What I was really here for, she'd never talk to me again. I'm going now. Wait, just a second. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch wieder so weit, wie wir vorhin waren. Also, wo wir den Stream angefangen haben. Mehr oder weniger. Wir hatten noch nicht die Situation, wo wir mitgekriegt haben, dass ich den Vater umgebracht hatte. Das haben wir im letzten Stream mitgekriegt. Also können wir gar nicht so weit sein wie vorhin. Ey, einmal die Rübe anstrengen hier. Actually, there's one thing that might help. What? When I found him, he lost a lot of blood. I tried to stop the bleeding, but anyway, he was saying something. Was, Amon? Das hat sie nicht gesagt. Over and over. I always wondered what it meant. It's my brother. Oh my God. You have a brother. My mom was right. She was right all along. When my father and my nanny were having their affair, yeah, I just see. Fünf. There was a baby, a boy. Ich fand das so witzig, wo du das mal erzählt hast mit deiner kleineren Tochter, die halt baden gegangen ist. 50 Kilometer entfernt gefühlt waren weniger. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das hat sich hier eingebrannt. For you and for him. Thank you. Wow. So what happens now? Is it over? I think it is. Yeah. Now we can go find your brother and move forward. Diesmal hat sie ihm die Uhr nicht gegeben. Yeah, wow. I never thought I'd be able to tell anyone what happened. Zwei, drei, but you listened. Fünf, also acht Stunden. I told you. Acht Stunden habe ich I'm not going anywhere. In dem Spiel. Zweimal drei Stunden, einmal jetzt zwei. Really, really love you. Wird 15. Really? Okay. Really? I really love you. Oh, no. I don't know. I just don't know. So, meine Damen und Herren. Es war mir eine Freude. Und ich glaube, wir müssen Sonntagabend vielleicht einen kleinen weiteren 12-Minute-Stream einwerfen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich schätze mal, dass wir als Familie am Samstag so 3, 4, 5 Stunden unterwegs sein werden. Wenn das nachmittags anfängt, bin ich irgendwann um 8 wieder zu Hause. Und dann muss ich vielleicht um 21 Uhr in meiner Zwanghaftigkeit mich wieder so weit spielen wie heute, bevor wir den Spielstand gelöscht haben. Ich weiß es nicht. 12M, danke. Mir hat es auch sehr gefallen. This was like Kekse eating. Ich bin Samstag auf dem Konzert. Eine Veranstaltung, cool. Viel Spaß schon mal. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Hier in Berlin ist ja momentan eher so ein bisschen Regen angesagt bis nächste Woche. Mittwoch, Dienstag, Mittwoch irgendwie so. I'm so sorry. Blöd gemacht, Ticking Cop. Ich habe ja selber entschieden, den Spielstand zurückzusetzen. Und dann haben wir ja dadurch das andere Achievement auch gekriegt. Das ist schon okay. Das ist ein guter Tausch, weil ich glaube nicht, dass man das, wenn man wirklich alle Achievements will, muss man das Spiel eh mehrfach durchspielen.
Und wenn wir wieder an der Situation sind, in der Situation, wo man dann dem Vater sagt, wir wollen zusammen sein oder nee, wir lassen es lieber, kann ich mich ja dann nochmal entscheiden, entweder spielen wir nochmal das mit dem, wir lassen es, dann ist die Bude leer, oder nee, wir bleiben zusammen. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja auch nur dieses eine Ende. Ich weiß es nicht. Jannis, vielen Dank für deinen Follow. Schönen guten Abend. Hier ist auch Regen, aber ist ja in der Halle. Ah, okay. Ist nicht Freiluft, sondern ist drin. Hm. Hab sie mit angemeldet von Amnesty. Die Veranstaltung? Ah ja. Spielst du ein Instrument und bist bei dem Konzert ein Show-Act? Kann man nicht einfach Lotto spielen, wenn man in der Vergangenheit ist? Kann man nicht einfach Lotto spielen, wenn man in der Vergangenheit ist? In dem Spiel hier? Ja, aber dann hast du ja 12 Minuten was davon und dann ist ja wieder Reset. Was guckst du denn? Genau, was für ein Konzert denn? Warum denkt da keiner dran? Aber das resettet sich doch. Aber eigentlich hätte man, wenn man weiß, obwohl man spielt einfach immer Lotto, ne? Weil man ja dann hofft, dass das jetzt der Loop ist, der gebrochen wird. Nee, die Band, die schon diesen Samstag da war, gibt ein Zusatzkonzert als Dankeschön. Ah, sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Sorry, dass es heute ein bisschen kürzer ist als gewohnt. Wie gesagt, ich konnte nur... ich konnte erst eine halbe Stunde später heute wegen der Arbeit und ich werde jetzt in die Küche gehen, mir was lecker essen machen, was lecker zu essen machen, und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder bei Cyberpunk. 15 bis 20 Uhr steht auf meiner Uhr. Lass es dir schmecken. Danke, danke, danke. In der Kürze liegt die Würze. Thanes kennt sich damit aus. Ich weiß nicht, was du meinst, Thomas, du Schwein. Kochstream. Nee. 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 Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Donnerstag. Bis morgen. Und wie gesagt, ich schätze mal, wir müssen am Samstagabend dann noch ein bisschen 12 Minutes weiterspielen. Ich glaube schon. Engelchen, dir auch einen schönen Abend. Danke fürs Hallo noch sagen. Und wie gesagt, vielen lieben Dank. Nochmal an Jannis für den Follow, an Morian für den Cheer. Pai Pai. An Shy Guy für den Raid, an Wave Detox für den Follow und an Trailjumper für den Host. Habt alle einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, Herr Morian for the Bit. Tschüssi, danke für den Stream, sehr gerne. Wir hören, lesen, sehen uns, genau. Tschüss Amandül, bis morgen früh um 5.20 Uhr beim Paul. Wehe, du bist nicht pünktlich. Ich komme irgendwann so gegen 8 dazu, obwohl dann ist der Stream schon aus. Ich muss also vor, glaub, 7.20 Uhr da sein, ne? Der arbeitet doch jetzt wieder früh. Und dann muss der immer so früh weg. Also bis morgen früh. Tschüss. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with.
I had a box just for wishes and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I looked around enough to know you're the one I want to go to.